Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Heute werden wir wieder den nächsten Solo-Cup-Stream ab 18 Uhr. Vorher geht das Stream natürlich schon los. Aber das Turnier selbst beginnt eben halt immer erst um 18 Uhr. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop von heute an. Wir haben die Rote Ritterin als erstes drin. Dazu die Karmesinhacke, gibt es ja auch beides als Winterstil. Die Karmesinhacke als Winterstil konnte man sogar, glaube ich, kostenlos bekommen. Ja, aber ist nichts wirklich Besonderes mehr. Der Skin war sehr früher mal sehr selten, der Skin, aber irgendwann kam er eben halt richtig häufig hintereinander rein. Dann haben wir als nächstes die Axaron-Spitzhacke. Dann den Nachtroller-Spitzhacke, den Extra-Käse-Gleiter und den Tomatenkopf-Skin, wo man auch noch den zweiten Stil freischalten kann. Und zwar den Tomatenkönig-Stil im Prinzip mit der Krone. Ist eigentlich ganz nice auf jeden Fall, so mit der Variante spiele ich aber trotzdem sehr, sehr selten den Skin. Deshalb hat es sich für mich eigentlich nicht wirklich gelohnt. Als nächstes haben wir die Markenmeisterin, die einen neuen Stil bekommen haben soll, und zwar den Nachtstil. Das sieht im Prinzip fast genau gleich aus, nur eben halt mit so etwas grünlicheren, grauen Klamotten. Dann haben wir als nächstes den Sushi-Meister, die Filethacke und den fliegender Fischgleiter. Dann haben wir noch die Raufboldern, den Knochenwespe-Skin, die Streitaxt. Werden ja die letzten Tage, glaube ich, die Skins zu der Spitzhacke, beide Skins aber auch irgendwie immer in 2 Tage Abstand. Ich weiß gar nicht, ob das Set noch einen Gleiter hat. Weiß ich wirklich nicht ganz genau. Dann haben wir heute neu gelobt. Dann haben wir heute als nächstes gelobt, sei die Tomate. Passend eben halt zum Pizza Pit. Dann rund um die Uhr. So ein bisschen robotermäßig. Und dann haben wir Knacks. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.